ist jetzt der letzte Gasfülladapterhalter, den wir verschicken. Ich glaube, wir haben jetzt fast 40 Stück verschickt. So. Jetzt muss die Maus mal noch schnell an den Briefkasten. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach weiterfahre, ist es sauer, ne? Tschüss! Nee. Schnell! Ja, damit erstmal herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich mach mal Fenster hoch. Wolltest du noch mal irgendwie? Nee, ne? Wir sind auf dem Weg erstmal jetzt an die holländische Grenze. Was wir da vorhaben, seht ihr im Laufe des Videos. Wir haben jetzt das erste Maiwochenende. Morgen, den Freitag, haben wir frei. Und Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also 4 Tage reicht, um wegzufahren. Und was alles so in diesem und auch im nächsten Video kommt, das seht ihr hier bei Avanti on Tour. Und jetzt müssen wir erstmal 160 Kilometer auf der Autobahn. Oh ja, Richtung, kann ich mich ja Richtung Niederrhein. Ja, ich blende euch mal hier unser Problem ein. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Wie komme ich denn jetzt wieder da runter? Oh, Telefon. Donnerstag Nachmittag um 5 Uhr, ne? Naja, wir fahren jetzt wieder zurück, fahren runter an Rhein und fahren da die B9 hoch bis Bonn. Und dann mal gucken, ob wir in Richtung Meckenheim rüberkommen. Alter Schwede, 34 Minuten. Ne? Egal, wo wir die letzten Wochenenden hinfahren, ne? Ob über Frankfurt nach Bad Neustadt an der Saale oder über Wetzlar-Gießen nach Eisenach oder jetzt Richtung Bonn. Ist nicht so doll, ne? Bisschen mehr Stau. Naja, wir haben heute nichts mehr vor. Es ist lang hell, also alles gut. Wie seid ihr eher so drauf? Lieber Umweg und fahren oder kürzer und stehen? Wie immer, schreibt es mal in die Kommentare. Wir machen beides. Wir stehen ein bisschen und fahren ein bisschen. Eine Gurkerei hier über Land. So, wir sind jetzt im Spargeldorf Effelt. Also da ist Roermond, das ist nicht weit. Und ansonsten ist hier Heinsberg. Und wir stehen jetzt hier am Sportplatz. Also da. Alles gut. Nö, ich habe Park von Night wieder gefunden. Gibt doch kein Verbotsschild. Also von daher. Ja, hier wäre Platz für 100 Wohnmobile, ne? So, jetzt haben wir 7:15. Jetzt ist Hunger. Also, hier wird jetzt mal was zu essen. Erstmal müssen wir kochen. Müssen wir klopfen, ob ich rein darf. So, nichts Wildes. Ein bisschen was Geschnetzelte. Mit Reis und Aussicht. Tada! Das ging jetzt schnell. Da fragt der doch allen Ernstes, der Mitreisende da, ne, an der Kamera, hinter der Kamera, da fragt der doch gerade allen Ernstes, was ich da mache. Also die Frage ist doch jetzt wohl inzwischen überflüssig. Und dann noch sagen, das sei doch eine komische Farbe. Naja, die ist bunt, ne? Du wolltest das Essen holen. Du hast gesagt, ich soll's holen. Gut, dann auf.
Ihr wisst, woran man merkt, dass man in Deutschland Urlaub macht, ne? Das Netz ist mal wieder hier direkt an der holländischen Grenze. Egal. Jetzt essen wir was und dann passiert hier heute nichts mehr. Morgen früh geht's weiter mit dem Outlet in Roermond. Da dackeln wir morgen früh mal recht zeitig rein, bevor hier der ganze Ansturm kommt. Hast du denn mal geguckt, wann die aufmachen? Nö, kann ich aber noch machen. Ja. Mahlzeit. Es regnet draußen. Das war eigentlich nicht gemeldet. Leichter Nieselregen heute Morgen hier. Ansonsten wunderbares Fleckchen hier heute Nacht. Also total ruhig. Ein paar Hähne heute Morgen. Also traumhaft. Ja, und direkt an der Grenze hier zu Holland. Also wir sind eine halbe Stunde jetzt gleich in Roermond. Mach noch kein Frühstück heute Morgen. Einfach erstmal los. Wo warst du? Auf Toilette und ich brauchte noch ein wärmendes Jüppchen. Und jetzt gehen wir mal darüber, ne? Füllt sich so langsam. Hier steht man schon für den Nike-Shop an. Oh Mann, ey. Da fehlt jetzt unser kleiner ostdeutscher Freund Claudio. Du würdest dich hier heimisch fühlen, ne? Da kann man nämlich Schlange stehen. Wir laufen einfach mal durch. Ein Stück weit stolz auf mich. Ne? Der letzte Besuch im Under Armour Shop in Batavia Stadt, der hat mich über 300 Euro gekostet. Der war jetzt sehr preiswert. Hey, der war jetzt extrem preiswert, weil da hatte ich zwei schwere Tüten und die Maus hatte, glaube ich, ein paar Sneakersocken. Also, aber selbst die gab es heute nicht. Nee, ich brauche auch, glaube ich, im Moment aktuell nichts. Also, wenn ich deinen Kleiderschrank sehe, sowohl zu Hause als auch im Wohnmobil. Still. Brauchst du auch nichts. Sie sieht da drin auch nicht so aus, als ob sie irgendwas finden würde. Also irgendwie ist heute sehr seltsam. Ja, geht doch. So, der Columbia Shop hat es da getan. Eine Tüte für mich, eine Tüte für die Maus. Schuhe, Weste und Pulli und so. Ein paar Socken. Bringen wir das mal zum Wohnmobil und dann gehen wir mal, glaube ich, rüber ins Städtchen. Gucken wir, ob wir irgendwo einen Kaffee kriegen. Naja, den kriegst du auch hier. Wenn ja, den kriegst du auch hier, aber ey, ganz ehrlich, die Starbucks-Preise, sorry, da bin ich raus. Ne? Aber es gab ja auch örtliche Bäcker aus zu Hause, ne? Ja? Von zu Hause. Okay. Ach so, du meinst den Kamps, ja, ja. Und in einer einzigen Stunde, ne, ist der Parkplatz voll. Jetzt haben wir 11. Nur noch ein paar Lücken. Wahnsinn. Ja, ich wäre versucht, diese Schnitzelvariation irgendwie alle durchzuprobieren. Ne? Aber nicht um 11.
So, jetzt haben wir ein kleines schnuckliges Café hier gefunden. Da gibt es jetzt mal ein Frühstück gegen 12. Nebenan hauen sie sich schon der Wein in den Kopf. Und hier gibt es Champignon-Schnitzel für 13,75 nebenan. Ging um 12 auch. Ein Tee. Also für einen 10er pro Person kann sie hier nicht meckern, ne? Guck mal, Lachs, Schatz, extra. Ja, ja, Lachs für mich habe ich schon gesehen. Und Salat. Salat. Fangen wir mal mit der Vorspeise an, ne? Ja, nur noch ein bisschen Dekoration übrig hier oben. Mausi hat tapfer Salat gegessen zum Frühstück. Ist ein bisschen dunkel. Kann ich nichts für. Ne, ansonsten? War das sau lecker. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox hier. Ist direkt in Roermond am Markt. Kann man empfehlen. Baristas Bistro heißt der Laden. Direkt gegenüber vom Rathaus. Da hätte ich auch ein Teleobjektiv, ne? Liegt natürlich nur wie immer im Wohnmobil, ne? Wird immer bezahlt und dann bauen wir eine Bäckerei. Ich glaube, sowas gibt es auch nur in den Niederlanden, ne? Eine Fahrradgarage. Wie geil ist das denn? Ich habe nie gesehen. Jo, wir kommen nicht aus der Parklücke. Wir müssen jetzt warten, bis hier entweder gegenüber der links von uns oder rechts von uns der wegfährt. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, als hier um 10 Uhr der Parkplatz aber komplett leer war, dass das sich so schnell füllt. Jetzt können wir nur hoffen, dass das keine Mitarbeiter sind, die dann erst um 8 Uhr kommen. Die bis 8 Dienst haben. Scheiße. Naja, egal. Tja, einer von den beiden da wäre nett. Oder der hier. Oder der da hinten. Wahnsinn. Und wir stehen hier schon im Randbereich, ne? Rappelvoll der Laden. Einer sagen, ich kenne mein Auto nicht. Er konnte es ja nicht lassen. Ich konnte es nicht lassen, ne? Weil jetzt hier noch 2-3 Stunden zu warten, bis der Letzte da an sein Auto kommt, da habe ich ja noch keinen Bock drauf, ne? Also, einmal vor, einmal zurück. Jetzt wird hier die Ecke noch ein bisschen wild. Das ist echt von mir nochmal der Tipp, ne? Übt mit eurem Auto das Wenden auf einer Briefmarke, ne? So sonntags auf dem Aldi-Parkplatz oder so. Das war jetzt Millimeterarbeit. Aber mit ein paar Spiegeln, ja. Alles gut. Und wir müssen. Ja, und mit dir natürlich, ohne Einweiser oder 360-Grad-Kamera. Gestrigen Königstag hier in Holland ist heute nicht mehr viel zu sehen. Wahrscheinlich liegen die Holländer alle noch trunken im Bett. Der war gestern am 27. April und traditionell einer der höchsten Feiertage hier in Holland. Sprit, Diesel 1,49,9. Also wie bei uns? Ja, ich habe ihn gestern bei uns schon günstiger gesehen, 1,45. Alle Jutta. Campingplatz ist voll, aber für uns scheint es wohl eine Möglichkeit zu geben. Dazu müssen wir aber erstmal hier vorne die lustigen zwei mit der Siegburger Nummer aus dem Auto schmeißen. Ah, jetzt liegt der faule Walter wieder in seinem Stuhl da. Junge, was hast du der Rasen gemäht, Hammer? So, sie haben uns noch einen Platz freigeschaufelt. Ich hatte eigentlich reserviert oder wollte reservieren und dann kam E-Mail zurück. Nee, wir sind leider voll. Aber Birgit und Walter hatten ja für 2 Nächte hier schon reserviert und dann einen kleinen Dienst wie ich. Ja, nee, wir kriegen noch irgendwas hin. Jetzt stellen wir uns da hinten rein. Alles gut für eine Nacht. Wunderbar. Thank you.
Na? Da ist ja eigentlich flüssiger Butter. Na, ihr kleinen Strollchen. Wer will denn als Erster? Was mit euch? Sie sagte, sie hat gerade irgendwas mit Rosinen, ne? Lecker. Boah, waren die lecker. Also, er trainiert. Das müssen wir mal gucken, was wir alles gekauft haben. Na, happy? Socken. Socken, toll. Kriegst du doch sonst immer zu Weihnachten von mir. Hä? Trinke ich selber. Das mal. Ja, jetzt brauchen wir tatsächlich doch noch eine Markise, ne? Leicht am Tröpfeln. Wow, war ein großer Topf. Ja, meiner ist höher. Ja, ansonsten ein schönes Plätzchen hier. Da drüben sind halt dann die regulären Wohnmobilstellplätze. Oh, auch genug Platz. Vorne im Shop gibt es auch Eier und sonstige Sachen hier vom Bauernhof. Hier gibt es Informationen aus der Region. Ja, 17 Euro pro Nacht. Ob er das hinkriegt? Ah, jetzt. Ah, Walter kriegt fachliche Hilfe. So, jetzt wird hier gekocht. Es gibt für jeden eine Kartoffel. Und eine Möhre. Und eine Möhre. Ja, wir gönnen uns heute was. Wow. Ich bin ja bisher eigentlich in den Jahren immer nur essen sehen, aber jetzt kocht er tatsächlich. Kommt da Fleisch rein? In die Suppe? Das ist vegetarisch. Also auf speziellen Wunsch eine vegetarische Suppe. Du hast ihn nicht mehr an. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Lecker. Knofe. Aber ihr müsst heute Nacht hier im Auto schlafen, ne? Kriegen wir hin. Ja, ja. Solange alle das essen. Wie viel Zehen willst du da reinmachen? Die Knolle. Nee. Doch. Ganze ja, Knolle? Du musst hacken, nicht pressen. Dann riechst du das nicht. Wo? Beim? Überall. Ach so. Beim Essen. Puh, da riecht ganz gut hin. Der Lauch. Walter hat gekocht. Das ist ja... Wisst ihr, wie man so einen Koch jetzt an den Rand der Verzweiflung bringen kann? Walter? Bitte? Achso, Maggi? Maggi? Was ist das denn? In der Suppe muss Maggi rein. Da hat der Walter mal richtig einen rausgehauen hier, ne? Ach komm. Ja, doch. Das ist halt einfach nur eine Suppe. Naja, dass du überhaupt mal gekocht hast, habe ich bisher noch nicht erlebt. Bisher hat er immer seine Frau irgendwo hinischt. Der hatte ja, mal. Hat er vergessen. Ja. Ist noch nicht schwarz geworden, die Suppe. Also alles gut. Ja. Boah. Alter Schwede, da war eine ganze Knoblauchzehe drin. Nee, Knolle. Entschuldigung. Ich tue ihm Unrecht. Der ganze... Aber lecker. Aber ich bin mal gespannt, was ich heute Nacht noch wegsaufe. Ne? Du hast doch einen Kühlschrank voll, oder? Ja, ja, natürlich habe ich einen Kühlschrank voll. Zur Not nimmst du noch ein paar Flaschen Bier mit rüber. Aber hat er gut gemacht. Jetzt brauchen wir noch einen, der spült. Tja, Dirk. Was? Was? Ich höre nichts, ne? Gibt Dinge, die kannst du im Ansatz. Man hört nichts, ne? Ich schreib's dir auf. Ich habe nichts verstanden. Gut. Ganz schön frech ist er manchmal. Ich finde, die Birgit sollte spülen. Das war unsere Servicekraft, die hat geholt. Ja. Muss man Trinkgeld. Erinnert dich das ein bisschen an Fehmarn? Mal wieder im Spülhaus zu spülen. Ja, nicht nur an Fehmarn, auch an diverse andere Stellen. Also, lange nicht mehr gemacht, ne? Bodensee. Ja. Platz. Aber schön gemacht hier. Ich glaube, du hast jetzt gesagt, Sonja rate ich halt ihn fest. Ja, und aufmerksame Avanti- und Tour-Zuschauer werden sich hier an den erinnern. Den haben wir in Bad Neustadt an der Saale getrunken, das erste Mal. Damals habe ich den noch nach Portugal verortet, aber Jerez ist natürlich in Spanien. Lieber Peter, lieber Schoppe, ich weiß nicht, ob du das Video guckst, vielen lieben Dank für den Anreiz, den mal zu probieren. War mein erster Brandy in 51 Jahren. Ich habe ihn mir dann bei Amazon bestellt. Und jetzt muss ich den Walter dann auch mal hier von diesem leckeren Gesöff überzeugen. Hat ein bisschen was von Hustensaft, ist also gesund.
macht einem ja Mut. Ja, ja, ist gesund und deswegen probieren wir den jetzt mal. Während die Frauen da hinten spülen. Da. So, Mädels, hier passiert heute nichts mehr. Marmok, was? Was? Alles gut. Haben gerade überlegt, ach, wir bleiben hier noch ein bisschen gemütlich draußen sitzen. Gibt doch keinen Highfire mehr heute Abend. Also hier passiert nichts mehr. Deswegen machen wir hier auch Schluss. Morgen früh geht weiter. Die Mädels haben ein strammes Programm morgen für den Tag. Strammes Programm ist auch Programm, ja. Gut, sie wissen wieder von nichts. Und das packen wir mit dem nächsten Video. Von daher. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben wir sie alle drauf? Ja, aber. Ja. Tschüss.